kein Treffer trotz 73 Minuten Überzahl und eine verspätete Rückreise. Trainer Ralf Rangnick war auch einen Tag nach dem 0:0 von RB Leipzig im Playoff-Hinspiel bei Soja Lugansk 0:0 in der Ukraine noch angefressen und sorgte sich um die Form seiner Spieler vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag ab 18 Uhr im Live-Ticker bei Borussia Dortmund. Ich selber war um 5 Uhr im Bett. Ich hoffe, der ein oder andere Spieler schon um 16:30, meinte Rangnick am Freitag nach der späten Rückreise und ärgerte sich über die Europäische Fußballunion UEFA. Dass man nach einem solchen Spiel Dopingkontrollen ansetzte, wenn man zuvor in allen 4 Qualifikationsspielen darauf verzichtet hatte, grenze an Schikane, meinte Rangnick. RB Leipzig vs. Soja Lugansk, das Rückspiel am 30.8. Live und exklusiv auf der ZN, jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Ich habe gestern noch um 12 Uhr vor der Tür der Dopingkontrolle gestanden und gefragt, ob es in der Murmel gehagelt hat, berichtete der Coach. Es habe sich offenbar niemand Gedanken darüber gemacht, wann wir wieder spielen und was das für unsere Rückreise logistisch bedeutet, sagte sich der 60-Jährige. Rangnick hadert mit Chancenauswertung. Mit einer gezielten Regeneration will der Coach seine Spieler auf die schwierige Aufgabe im Ruhrgebiet vorbereiten und dort das Optimale herausholen. Wir wollen in Dortmund gewinnen, deshalb fahren wir dahin, so Rangnick. Nach der Nullnummer von Lugansk haderte Rangnick aber auch mit der Chancenauswertung seines Teams. Normalerweise reicht die Anzahl von Chancen, die wir hatten, für 2 oder 3 Spiele. Aber es war immer noch ein Fuß oder eine Hand dazwischen, sagte der Trainer. Dennoch glaubt der RB-Macher im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Leipzig 18:30 Uhr ans Weiterkommen. Forsberg warnt vor Rückspiel, dann hätte Leipzig nach 6 kräftezehrenden Partien die Ochsentour gegen Teams aus der europäischen Fußballprovinz erfolgreich abgeschlossen. In der Gruppenphase der Europa League warten andere Kaliber wie zum Beispiel der HC Mailand, der FC Arsenal oder der FC Chelsea. Noch keineswegs gelaufen ist das Rückspiel für Spielmacher Emil Forsberg. Wir müssen es vorne cleverer ausspielen, forderte der Schwede. Der 26-Jährige saß in der Ostukraine überraschend bis zur 62. Minute nur auf der Bank, vergab in der Schlussphase noch 2 große Chancen. Werner wieder voll belastbar. Erleichtert war man bei RB über das Pflichtspieldebüt von Timo Werner nach Magen-Darm-Problemen. Dafür, dass es sein erstes Pflichtspiel war, hat er es gut gemacht. Er war an vielen gefährlichen Situationen in der Box beteiligt, urteilte Rangnick. Ob der 22-Jährige allerdings am Sonntag in Dortmund wieder zur Startelf gehört, ließ der Trainer offen. Punkt. Fraglich bleibe auch, ob die Stammkräfte Jean-Kevin Augustin, Magen-Darm, Kevin Campbell, Muskelprobleme und Marcel Sabitzer, Adduktoren, am Sonntag dabei sind, wie Rangnick am Freitag erklärte.